Die Brücke wird jetzt gerade eingehoben, man sieht das auf der Seite. Die Brücke schwebt jetzt noch nicht komplett, die sitzt zurzeit noch auf diesen Rädern hinten auf. Am Ende wird ein vierter Kran die Brücke auch noch anheben und dann schwebt die Brücke komplett und dann wird die auf den beiden Uferseiten auf die Widerlager gesetzt. Die Besonderheit an der Brücke ist erstmal, dass sie zwei Quartiere miteinander verbindet, die nie miteinander verbunden waren. Das ist einmal hier ja, die Textilwerkseite und dann einmal die Webereiseite, die zukünftig diese Quartiere miteinander vernetzen. Dann ist das Besondere das Material. Die Brücke ist aus Cortenstahl. Dieses Material ist damals bewusst ausgesucht worden, damals im Wettbewerb, ich glaube das war 2011, um eben hier eine eigene Quartiersidentität zu schaffen. Die Brücke ist auch aus diesem Grund mit 60% gefördert worden vom Land, weil sie eben was Besonderes ist. Und besonders ist natürlich auch die Breite. Mit 14 Metern ist es eine Podiumsbrücke. Auf dieser Brücke sollen Events stattfinden. Und zukünftig hoffen wir natürlich, dass hier auch wirklich richtig viel Fußgänger und Radverkehr drauf ist, weil diese Brücke erlebbar sein soll. Ja, für mich ist das was super Besonderes, weil das eigentlich jetzt in der Zeit, wo ich hier war, das Bauprojekt war, was mich am meisten geprägt hat, also das praktisch ja begonnen hat, wo ich schon da war und jetzt auch fertiggestellt wird. Das ist immer was Besonderes, dass jetzt hier so viel Zuschauerinteresse haben, finde ich super, weil viele ja jetzt auch erst sehen, was passiert denn hier eigentlich. Ne? Dieses Quartier ist ja eigentlich nie begehbar gewesen für den Bocholter und der Bocholter sieht jetzt, glaube ich, das sind Wegeverbindungen, die hier passieren und hier werden sich die Leute, glaube ich, am Wochenende zukünftig gerne entweder aufhalten oder zumindest vorbeifahren, wenn sie den Weg zwischen Aasee und Innenstadt nehmen. Die Brücke kostet 2,4 Millionen Euro, ist aber zu 60% vom Land gefördert, das heißt uns kostet sie knapp unter einer Million. Die Brücke ist Ende November dann begehbar und fertig und dann machen wir auch die Verkehrsfreigabe. Wenn die Brücke jetzt eingehoben ist, dann wird eine rutschfeste Tragschicht noch auf die Brücke aufgetragen, damit man da eben auch bei Regen gut Fahrrad und fahren kann und entlanglaufen kann. Das konnte man vorher nicht machen, da jetzt durch die Anhebung in der Brücke Schwingungen sind und das hätte die Tragschicht dann zerstört.